Ich habe hier vorbereitet 5 Blatt weiße Gelatine. Sie müssen immer darauf achten bei der Gelatine, dass sie im kalten Wasser eingeweicht wird. Niemals heißes Wasser nehmen. Im heißen Wasser fängt die Gelatine gleich an zu verkleistern. Sie quillt ihnen nicht mehr auf und ist hinterher nicht mehr bindefähig. Auch sollten Sie darauf achten, dass Sie die Blätter einzeln hineingeben. Denn nur so ist die Quellzeit zu halten. Das heißt, wenn Sie es in einem Pack zusammen reintun würden, dann würden Ihnen die 5 bis 7 Minuten Quellzeit nicht ausreichen, sondern es dauert dann viel länger, bis dieser zusammengekleisterte Pack praktisch sich aufgequollen ist. Wenn Sie Rezepte mit Gelatine haben, fangen Sie immer an mit der Gelatine, die im kalten Wasser einzuweichen. Sie braucht je nach Hersteller Minimum 5 Minuten, Maximum 10 Minuten. Aber wenn Sie das ganz am Anfang machen, sind Sie immer auf der sicheren Seite und Sie können sie eigentlich nicht zu lange einweichen. Das ist eigentlich egal. Drücken Sie sie auch immer aus. Dass Sie Ihr Essen, das Sie damit machen wollen, nicht verwässern, und kontrollieren Sie nochmal, ob Sie auch wirklich alle Blätter draußen haben.